Hallo und herzlich willkommen zur Region 24, dem lokalen Mediendienst für Kiel, Eckernförde, Rendsburg und Neumünster. Ab heute erwartet Sie täglich eine halbe Stunde garantiert nützliches Fernsehen. Jede Menge Tipps, Termine und Service aus Ihrer Region. Und unter anderem haben wir folgende Themen für Sie. Was Sie schon immer mit Ihrem Chef machen wollten und sich bisher nur nicht getraut haben. Reisetipp Schliersee. Das Snowboard-Paradies hat weit mehr zu bieten als nur Tiefschnee. Und dicke Backen machen reicht nicht. Die letzten Glasbläser in der Region in unserem Ausflugstipp. Doch zunächst wohl die wichtigste Frage. Was bringt uns die kommende Woche? Jede Menge Arbeit bestimmt, aber auch bestimmt viel Freizeit. Und es wäre doch eine Verschwendung, wenn Sie diese Zeit ganz vor dem Fernseher verbringen würden. Ab heute werden Ihnen unsere R24-Reporter zeigen, was vor Ihrer Haustür so los ist. Hier sind unsere R24-Veranstaltungstipps. Zur Faschingszeit ist am Samstag im Neumünsteraner Sky der Lumpenball angesagt. Neben den besten Hits von gestern und heute werden auch das Strapsgirl und die besten Kostüme prämiert. Denn wer wie ich im Kostüm ankommt, der hat den Eintritt frei, die anderen zahlen 5 Euro. Los geht es ab 21 Uhr. Männer und Kino passen für die meisten Frauen nicht so recht zusammen. Denn wer will ständig Actionreißer auf der großen Leinwand sehen? Deshalb gibt es im Rendsburger Kino etwas ganz Besonderes. Wir zeigen inzwischen zum 19. Mal in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rendsburg Filme von Frauen, für Frauen, über Frauen. Heute Abend zum Beispiel Mein langsames Leben, ein Film über eine Frau zwischen 30 und 40, die in Gesprächen mit ihrer Freundin ihr bisheriges Leben aufarbeitet. Ab 20 Uhr im Kapitol in Rendsburg. Während ich hier in diesem Geklimpere voll aufgehe, sträuben sich Ihnen wahrscheinlich momentan die Nackenhaare. Aber ich verspreche Ihnen, das wird sich ändern, wenn am 4.2. hier im Theater der Stadthalle Neumünster ein wirklich begnadeter Klaviervirtuose aufspielen wird. Herr Sadek, Sie sind Leiter vom Kulturbüro. Das wird doch wohl ein außergewöhnliches Konzert, oder? Ich glaube, das kann ich ganz fest versprechen. Sergei Leibson, der hier jetzt in Flensburg lebt, gehört zu den großen Klavierpersönlichkeiten im Lande Schleswig-Holstein. Er war schon einmal zu Gast in diesem Haus und hat ein hinreißendes Chopin-Konzert gegeben. Er wird heute Abend Stücke spielen von Tschaikowski, Prokofjew und Stravinsky. Und wenn Sie Lust haben auf exzellente russische Klaviermusik, heute Abend um 20 Uhr im Theater in der Stadthalle. Eigentlich kennt jeder den innen gut aus mit Hut-Tequila. Ich weiß nicht, ob es ihn oder andere Sorten hier im Hinterhof gibt, aber zumindest ist heute Abend Tequila-Adventure. Den Tequila gibt es für 50 Cent, die Frozen Margarita für 1,30 Euro und den Tequila Sunrise nur für 3 Euro. Also herkommen ab 20 Uhr. Guinness, lecker. Kommt woher? Natürlich aus Irland. Und in Kiel gibt es das ganz besonders im Irish Pub in der Bergstraße. Ich bin hier, weil morgen Abend hier was ganz Besonderes stattfindet. Marc, was denn? Ja, morgen Abend haben wir Karaoke. Das fängt dann 21 Uhr an. Es kostet Eintritt von 1,50 Euro und 1 Euro für Studenten. Haben wir so im Programm 500 Titel und jeden Monat kriegen wir noch mehr Titel dazu. Es ist eine gute Feier hier und das bringt Spaß bei allen. Die letzten Dienstagen jeden Monat haben wir auch so einen Mitbewerb und können Sie ganz tolle Preise gewinnen. Und das ist so eine gute Feier. Hier bekommt also jeder die Möglichkeit, sich und sein Gesangstalent mal unter Beweis zu stellen. Start ist morgen ab 21 Uhr im Irish Pub in Kiel in der Bergstraße. Ich befinde mich gerade im Gesundheitsamt in Neumünster und hier wird ein Thema ausgestellt, das uns wirklich alle angeht, denn das ist auch das Thema dieser Ausstellung. Ein Künstler, der hier ausstellt, ist Herr Ritter. Herr Ritter, was zeigen Sie denn hier? Ich zeige hier Stickereien von Bildern, die ich als Stück Psychotherapie für mich anwende, um aus dunklen Grübeleien wieder herauszukommen.
Ich selbst bin nämlich seit 1984 selbst HIV-positiv und helfen mir damit immer ein Stück wieder düstere Gedanken frei zu sein. Die anderen Künstler hier sind Schüler der Holstenschule. Was macht ihr denn oder was stellt ihr denn hier aus? Ja, wir stellen unsere selbstgebastelten Plastiken und unsere gemalten Bilder hier aus. Und wir sind halt an das Thema von Herrn van der Els rangeführt worden. Er kam halt damals zu uns in die Holstenschule. Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, da müssen wir auch was zu machen. Els geht uns alle was an und jetzt haben wir dazu halt gemalt. Die Ausstellung im Gesundheitsamt Neumünster ist noch bis zum 10. Februar zu sehen. Vielleicht kennen Sie ihn auch, diesen stechenden Schmerz des Stolzes, wenn Sie der Türsteher nicht in die Indisco gelassen hat oder Ihr Chef Sie mal wieder ungerechtfertigt zusammengefaltet hat. Was Sie in Ihrer Fantasie gerne mit den beiden anstellen würden, das zeigen wir Ihnen jetzt. Denn nehmen Sie sie doch einfach mal mit zum Wrestling. Dort können Sie Ihre Gewaltfantasien ganz legal ausleben. Screwjob, Hot Move, Power Slam. Drei Begriffe aus der wilden Wrestling-Welt. Und während Hulk Hogan, der Altstar der Szene, mittlerweile nicht mehr richtig gerade gehen kann, trainiert sein potenzieller Nachwuchs in der kleinen Kieler Sportschule Jawara. Doch bevor auch nur einer von ihnen jemals im Ring stehen kann, wird er noch so einige Male auf die Matte klatschen. Das macht zwar Spaß, aber Wrestling ist trotzdem eher Randsportart als Fun-Sportart. Insgesamt ist ja die Hochzeit des Wrestling vorbei, das muss man wohl so sagen, denn in den 80er Jahren mit Hulk Hogan in Amerika war natürlich Wrestling zu einer Massenbewegung geworden. Das ist eigentlich jetzt vorbei. Wir versuchen jetzt wieder über kleinere Ligen doch lokalere Zuschauer zu binden. Vor allen Dingen, weil Wrestling im Fernsehen immer zu unmöglichen Zeiten ausgestrahlt wird und dass die Live-Events von kleinen Ligen wieder in den Vordergrund gerückt werden. Und das findet auch seine Liebhaber. Brüllen, bis der Arzt kommt und immer garstig glotzen. Das sind die einzigen Regeln beim Wrestling, andere gibt es nicht. Das tut zwar oft weh, aber das meiste ist in Wirklichkeit mehr Show als echt. Jeder Schlag ins Gesicht, jeder Tritt in die Männlichkeit ist vorher abgesprochen und einstudiert. Doch Vorsicht ist trotzdem geboten. Wenn man aus 2 Metern Höhe auf den Boden fällt, auf diesem Matten oder auf den Ringboden, der noch ein bisschen härter ist, ist es fast egal, ob man vorher weiß, dass diese Aktion kommt oder nicht. Sie ist verdammt hart. Man muss das Wrestling von Grund auf beherrschen, man muss die Fallschule beherrschen. Wer ohne das in den Ring geht, der ist verloren, der ist da nicht überlebensfähig, ich sag's ganz hart. Damit ihnen das Lachen aber nicht doch vergeht, müssen Wrestler jeden Showschlag immer und immer wieder üben. Kondition und Kraft sind besonders wichtig. Wrestling ist aber dennoch nicht nur etwas für energiegeladene Eiweißcontainer, mein Sportschulleiter Hertel. Die meisten kommen aus dem Amateurring oder aus dem Judo oder aus dem Jiu-Jitsu, weil da entsprechende Techniken und Fallschulen schon vorbereitet wurden. Im Prinzip kann das jeder machen, aber leichter haben es doch die Leute, die aus anderen Kampfsportarten kommen. Ob nun groß und gemein oder klein und dafür clever. Einmal wöchentlich trainiert der Nachwuchs das Klammern, Heben und möglichst wehleidige Schreien. Wrestler sind eher die Komödianten unter den Kampfsportlern. Ich sag immer, Wrestling ist für mich wie Komödie spielen. Man kann nicht immer nur Tragödien spielen, man muss auch mal Komödien spielen können. Und wenn man immer nur Tragödien spielt, dann ist es doch ein bisschen langweilig. Ich habe 37 Jahre lang oder 35 Jahre lang Tragödien sozusagen gespielt mit den sehr ernsten Kampfkünsten, mit sehr ernstem Hintergrund, philosophischen Hintergründen. Und Wrestling, das ist schon der Spaßfaktor schon sehr hoch. Spaß, Slams und schicke Schreie. Das Wrestling-Virus hat, zumindest in Kiel, überlebt. Das ist die Macht des King of Darkness, Baby. Gestern kam mir beim Spazierengehen doch ein Jogger in kurzen Hosen entgegen. Und das am 3. Februar. Es waren 16 Grad und dazu strahlender Sonnenschein. Sowas gilt bei uns normalerweise als perfekter Sommertag. Kein Wunder, dass unsere Wetterreporter bei diesem Wetter ein bisschen durcheinander geraten sind. Ich befinde mich hier im Falkensteiner Strand. Ich habe die ganze Nacht in diesem zappeligen Zelt übernachtet, um rechtzeitig da zu sein, wenn die Sonne aufgeht. Ja, was soll ich sagen, ich habe Pech gehabt. Die Wolken waren natürlich wieder vor.
Mutter Sonne und so muss ich immer noch hoffen, dass ich die nächsten Tage endlich meinen ersten Sonnenaufgang in diesem Jahr erblicke. Meine Unterhose ist total klamm, mir ist einfach nur kalt. Jens, wie sieht's bei dir in Eckernförde aus? Ist dort denn wenigstens ein wenig von der Sonne zu erblicken? Ganz unter uns gesagt, ich glaube, mein Kollege Andreas Hinz hat eine Macke. Bei Nachtwerten von 2 bis 3 Grad am Strand zu pennen, das zeugt von Todessehnsucht. Ich bin da ganz anders. Ich habe sogar eine regelrechte Angst davor, mich zu erkälten. Und nun habe ich Thomas, den Sänger von Illegal 2001, hier in Eckernförde getroffen. Was tust du gegen Erkältung? Also ich würde mal sagen, der winkt mit dem Zaunfall jetzt. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall jede Menge Obst essen, obwohl das ja zurzeit gerade nicht so billig ist. Man kann sich aber auch weiterhelfen mit Multivitaminpräparaten, gibt es auch für Diabetiker. Und ich denke mal, man sollte was tun, wenn man hier oben lebt in Eckernförde, weil das Wetter ist doch recht rau. Und auf jeden Fall sollte man viel joggen und regelmäßig in die Sauna gehen. Sauna, das ist gut, aber wo finde ich hier eine Sauna in der Region? Ich werde mich auf die Suche machen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob er eine Sauna findet. Den zweiten Teil unseres Region 24 Wetterreports mit den Aussichten für morgen sehen Sie gleich bei uns. Zunächst nehmen wir Sie aber mit in die Berge. Schliersee liegt zwar in den Alpen, ist aber mit dem Nachtzug über München sehr bequem zu erreichen. Das ideale Reiseziel für ein verlängertes Wochenende, vor allem für Snowboard-Fans. Denn in Schliersee liegt die Wiege von Deutschlands Schneesurfern. Hier ist unser Reisetipp. Zwischen 2000 Meter hohen Berggipfeln versteckt liegt der Ort Schliersee mit seinen Ortsteilen Bayerisch-Zell und Spitzingsee. Mittlerweile hat sich das Vierufaltal zu einem beliebten Ausflugs- und Urlaubsziel, vor allem für Wintersportler, entwickelt. Die Region ist für ihre Familien- und anfängerfreundlichen Pisten bekannt. Sanfte Hänge mit flachen Zwischenstücken bieten Einsteigern jede Menge Wintervergnügen. Fortgeschrittene haben hier die Möglichkeit, ihre Technik zu verbessern. Gern gesehene Gäste sind Snowboarder. Schließlich wird hier schon seit 15 Jahren im Schnee gesurft. Denn in Schliersee liegt der Ursprung des Snowboardens in Deutschland. In dieser Region zu Hause ist Peter Bauer. Der ehemalige Weltmeister hat das Snowboarden bei uns in Deutschland über Jahre hinweg erst bekannt gemacht. Profis wie er fahren meist auf den höher gelegenen Pisten, vorzugsweise dann, wenn neuer Schnee gefallen ist. Denn im Pulverschnee zu fahren ist für jeden Snowboarder das Größte. Schliersee hat den Vorteil, es ist erstens mal wirklich ein Schneeloch, wie wir sagen. Also es hat, ich sage jetzt mal, von November bis April verlässlich Schnee, oft auch noch länger, da gibt es noch einen Haufen Firnhänge. Für Snowboarder ist es ideal, weil man findet immer irgendwo unverspurte Hänge, irgendwelche Channels im Wald, wo es wirklich nur jungfräulicher Schnee ist, und ist ja doch ziemlich wichtig, der Powder. Weniger Fortgeschrittene und Anfänger sollten sich lieber auf den tiefer gelegenen Pisten austoben. Aber auch für die jungen Heißsporne wird ja einiges geboten. Schanzen, auf denen gesprungen werden kann, stehen jedem Snowboarder zur Verfügung. So wagemutig sollte man es am Anfang lieber nicht angehen. Vielmehr ist es ratsam, eine Snowboard-Schule aufzusuchen und den Sport von der Pike auf zu lernen. Man fällt am Anfang unheimlich viel, man kann es mit dem Windsurfen vergleichen. Man denkt, man lernt es nie, weil man so fixiert ist mit beiden Beinen. Und wenn man das durchhält, diese Fallübungen und diesen ganzen Anfangsstress, auf einmal geht's. Und dann kommt diese Sucht. Snowboarden macht am Anfang keinen Spaß. Keiner. Also in all den 15 Jahren, jeder motzt eigentlich. Aber wenn man das schafft, dass man die Anfangsschritte überwindet, dann ist es total geil. Wer nach dem Üben im Schnee so richtig durchgefroren ist, dem hilft nur noch das heimliche Nationalgetränk der Bayern, der Enzian. Im ganzen Land gibt es nur noch 3 Brennereien und eine davon gehört Florian Landenhammer. Schon sein Großvater brannte den Schnaps aus den Wurzeln des gelben Enzians. Obwohl der Enzian unter Naturschutz steht, erlauben angestammte Grabrechte das Sammeln. Diese Rechte werden von Generation zu Generation vererbt, genau wie der richtige Riecher für das Brennen. Ja, das Verkosten ist eigentlich so, dass die Nase das Wichtigste ist. Sie nimmt eigentlich, das ist schon, wir sagen, die halbe Miete, sie nimmt einfach die Gerüche auf, denn wenn was schlecht riecht, kann es
eigentlich nicht mehr gut schmecken. Also der Geruch ist das Erste und das Zweite ist letztendlich der Geschmack und vielleicht noch als Drittes, wie lange bleibt es da? Also